Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Petrus 3, Tag 6. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Wir sind bei Vers 9, ein Vers, den ich vor etwa 40 Jahren zu leben und anzuwenden gelernt habe, und zwar als Gott begann, mich zu lehren, wie man wirklich vergibt. Als ich erkannte, dass ich niemals von meinem Missbrauch geheilt werden kann, wenn ich nicht wirklich lerne, zu vergeben. Vielleicht war es nicht vor 40 Jahren, sondern eher vor 30 Jahren, aber es ist lange her. Vers 9. Vergeltet nicht, wenn euch jemand Unrecht tut. Ist das nicht eine interessante Aussage? Petrus sagt, tut das nie. Wenn wir anfangen, uns für das zu rächen, was Menschen uns angetan haben, dann ist das etwas, was viele Menschen tun, sogar Christen. Sie sagen Dinge wie, nun, das haben sie verdient. Soll ich dich daran erinnern, was du verdienst und was ich verdiene? Wir verdienen die Hölle und Gott gibt uns den Himmel. Wir müssen verstehen, dass es ein Gebot ist, wenn die Bibel sagt, vergeltet nicht, wenn euch jemand Unrecht tut. Weißt du, was ich gelernt habe? Mit der Einstellung, dass du es den Leuten heimzahlen möchtest, weil sie dir etwas Schlimmes angetan haben, bringst du dein eigenes Herz so sehr durcheinander. Viele Dinge, die uns die Bibel aufträgt, haben mit uns zu tun. Gott ist kein gemeiner Gott, der sagt, hör zu, wenn sie dich schlecht behandeln, dann wirst du sie nicht auch schlecht behandeln. Ich will, dass du leidest. Nein, Gott weiß, dass die Einstellung zurückzuschlagen unser eigenes Herz durcheinander bringt. Sobald du dem Wunsch nach Vergeltung nachgibst, öffnest du der Bitterkeit Tür und Tor. Weißt du, was dann passiert? Wenn du der Bitterkeit die Tür deines Herzens öffnest, wirst du nicht einmal bemerken, was du getan hast, denn Bitterkeit macht dich blind. Nun lebst du mit einem völlig verblendeten und verhärteten Herzen. Das ist eine gefährliche Sache. Wenn Gott also sagt, vergeltet nicht, versucht er eigentlich dir zu helfen. Weißt du was? Viele Menschen haben diesen falschen Glauben. Wenn ich es ihnen heimzahlen kann, dann geht es mir besser. Das ist eine Lüge. Denn jedes Mal, wenn dir jemand etwas angetan hat, musst du dich nun revanchieren. Außerdem solltest du Folgendes bedenken. Doppeltes Unrecht führt niemals zu Recht. So funktioniert das nicht. Dann sagt Petrus weiter, und beleidigt auch nicht die, die euch beleidigen. Das ist sehr interessant. Wenn wir Menschen beleidigen, die uns beleidigt haben, überlege mal, was wir dabei tun. Wir sind verletzt, weil Menschen uns schlecht behandelt haben, und jetzt denken wir, wenn wir es ihnen heimzahlen können, wird es gut sein. Wir bekämpfen den Teufel doch nicht mit den Waffen des Teufels, wir bekämpfen ihn mit den Waffen Gottes. Gottes Waffe ist immer von der Liebe motiviert, denn alles, was er tut, ist von der Liebe motiviert. Aber Petrus belässt es nicht dabei. Petrus sagt nicht einfach, hört zu, schlagt nicht zurück und beleidigt nicht, wenn ihr beleidigt werdet. Er gibt uns ein schönes, göttliches Aber. Er sagt, aber, sondern. Antwortet stattdessen, indem ihr einen Segen über sie spricht. Denn ein Segen ist das, was Gott versprochen hat, euch zu geben. Ist es nicht interessant, dass Petrus sagt, seht, euch ist ein Segen versprochen worden, deshalb seid ihr berufen zu segnen? Wir müssen verstehen, dass wir nicht für uns selbst gesegnet worden sind. Wir wurden gesegnet, damit wir segnen können. Die Bibel nennt uns die Kinder Abrahams.
Was war eines der allerersten Dinge, die Gott zu Abraham sagte? In 1. Mose 12 sagte er zu ihm: Ich will dich segnen und dich zum Segen machen. Du erkennst hier, Gott hat dich nicht gesegnet, damit du gesegnet bist und zu Hause sitzt und glücklich bist. Denn dann würden wir den Segen für egoistische Zwecke nutzen und das ist niemals gut. Selbstsucht hat noch nie jemanden glücklich gemacht. Gott hat uns versprochen, dass wir gesegnet sind, deshalb segnen wir, wenn wir gehasst werden. Ich habe es schon so oft gesagt, es gibt so viele Menschen, die endlich die Wahrheit des neuen Bundes begriffen haben. Jetzt sind sie so begeistert und sehen, wie sich ihr Leben verändert. Weißt du, was dann oft passiert? Dann nutzen sie all die Segnungen, die Versorgung, die Wunder für eigennützige Zwecke. Diese Menschen sind letztendlich nie glücklich. Morgen erzähle ich dir etwas ganz Erstaunliches, das Gott erst kürzlich zu mir gesagt hat. Wir sehen uns morgen.